So, hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Assassin's Creed Unity. Und ich weiß jetzt nicht, warum wir wieder rausgehen und einen Ladebildschirm verursachen. Ah doch, ja, wir haben Geld. Wir wollen Geld haben. Deshalb, wir gehen zum Café Theriatra. Hier habe ich übrigens immer Frame Drops. Ich weiß nicht warum, aber sobald ich hier reingehe, habe ich Frame Drops. Was ziemlich heftige Frame Drops sind. Aber egal. So, und als nächstes kaufe ich mir neue Sachen. Juhu. Ja, ich glaube, das zeige ich euch diesmal im Schnelldurchlauf. So, denn ich habe hier diese legendäre Phantom-Kniehose bekommen bei der letzten Aufgabe. Die habe ich mir dann mal geholt und schon mal aufgerüstet. Dann, ja, legendäre Gürtel habe ich nicht bekommen. Aber ich gucke halt, was ich da so machen könnte. Gibt es alles nichts. Doch, ich habe einen legendären Phantomumhang bekommen. Nämlich auch direkt. Und für die 5000 kriegt man da irgendwas anderes. Noch. Ja, da. Genau, den. Das Ding wird dann... Ach, können wir gar nicht verbessern. Egal. Gut. Damit sind wir fertig mit der Charakterauswahl. Und es geht tatsächlich zurück in die Assassinenhülle, die total unauffällig versteckt ist. Das finde ich sehr, sehr unnötig. So. So. Mal gucken, was die Assassinen uns jetzt sagen werden. Arnaud, oh, welche Freude. Wir stehen da jetzt schon. Schwierigkeit 1. Okay. Arnaud. Gut. Aha. Da sind wir ja noch nie reingegangen. Was in Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen? Germain war dort. Und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch! Ja, aber hört doch! So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei! Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung! Nennt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt, Ziele ohne Billigung verfolgt und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Oh, Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Arnaud, du drückst dich aber wirklich scheiße aus. Muss man wirklich sagen, da kann man nichts gegen tun. Naja. Aber wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Wie schön. Die Frage ist nur, was kann ich mir damit kaufen? Gar nichts. Doch, irgendwie so kleine Sachen. 73. Versailles.
Mhm. Oh. Dem geht es wohl gar nicht gut. Verdammt. Ganz und gar nicht gut. Nein, nein, nein. Was sucht er? Wo ist sie? Sie? Brasserie Garceau. War das letzte Nacht? Ich glaube, der hat etwas zu tief ins Glas geschaut. Mach, dass du hier rauskommst! Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Hört sich aber noch nicht sehr betrunken an. Oh. Ah. Verdammter Verräter! Oh. Hier sollte man... Hoffentlich hast du ein Pferd in der Nähe. Kann ich gemütlich zurück. Okay, ich werde sterben. Das wirst du bereuen. Allein schon mal, er wird müde werden, weiter! Es gibt keinen Tor! Oh. Ich schlag dich in Stücke! Genau so, zermürbt ihn langsam! Nein! Schon wieder wegen einer Pistolenkugel, die sind richtig stark geworden. Ich fand die schon im zweiten Teil nervig, aber jetzt sind die noch schlimmer als vorher. Das muss man sagen. Naja, jetzt wissen wir ja, wir müssen uns ganz vorsichtig bewegen. Oh, die Kamerasteuerung ist zum Kotzen. Hallo? Bürger, einen Moment! Nein. Ich gebe nicht auf, oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Da bist du. Okay. Oh, was passiert denn, wenn wir das Adlerauge drücken? Okay, wir sind schon wieder tot. Ah. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Dark Souls. Ja, komm. Stirb. Oh. Berserker klingen. Wieso nicht? Es ist immer so schön zu sehen, wie die anderen sich gegenseitig abschlachten. Gut. Ich glaube, wir laufen mal hier ran und... Ganz schlecht. Besorgen ist dem. Phantomklinge. Kriegen wir den irgendwie anvisiert? Was zum Teufel? Oh, nein. Scheiße. Ja, du! Okay, da haben wir die Phantomklinge wirklich verschwendet. Ziemlich bescheuert, aber egal. Da Dietriche. Sind jetzt auch nicht so das Wahre. Hier kann ich weiterlaufen, ohne dass man mich bemerkt. Oh,
Der hat mich gesehen. Du gehörst mir! Hallo! Gut, dich haben wir auch fertig. Nett. Plünder den doch einfach. Gut. Kriege ich den auch so eliminiert? Ich muss mich erst hinsetzen hinter eine Deckung, damit ich den eliminieren kann. Aber ey, wenn ich meinen Rang und meinen Titel verloren habe, wieso steht dann oben links immer noch Elite-Soldat? Ja, daran habt ihr nicht gedacht, Ubisoft, ne? Das ist natürlich doof. Komm, dich kriege ich. Perfekt. Jetzt haben wir gar keine... Wir haben keine Pistole. Oh. Hallo? Schießt den gerade ab? Boah, die Steuerung dieser Kameraschwenkung geht ja gar nicht. Das ist ja die Hölle. Okay, so. Das haben wir auch alles. Wie schön. Gut. Müssen wir wirklich dahinter? Okay. Ja. Wenn wir betrunken sind, dann können wir das ja nicht so gut machen, ne? Eigentlich müsste das nochmal was schwieriger werden. So. Was wollt ihr für die? Ach ja. Wir haben keine Pistolen, aber wir können ihn eliminieren. Ja. Perfekt. Fehlt nur noch der letzte. Den wir in die Eier stechen, damit er stirbt. Was auch wieder sehr sinnvoll ist. Ah ja, wir nehmen das ganze Fass mit. Gut. Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Wer ist sie? Ich weiß nicht, wer sie ist. Es sieht irgendwie alles komisch aus. Ich glaube, diese komischen Farbeffekte legen an den Kater. Oder? Verdammter Latouche! Latouche? Latouche! Latouche ist hier? Latouche, dieser mörderische Bastard! Hier in Versailles? Okay. Hat es hier einen Kampf gegeben. Der Latouche, der kommt ganz schön weit rum. So wie ich es im Moment höre. Gut, mal gucken, was der mir sagt. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich... Die Uhr meines Vaters, habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Oh. Idiot. Das mit dem Zeitsprung finde ich sehr cool gemacht. Pass auf!
Tu das besser nicht, Junge. Leck mich, alter Mann. Oh. Okay. Dann kämpfen wir jetzt gegen die Sachen im Ring. Gegen normale Wachen. Okay, vielleicht auch gegen mehrere ohne Anzeige. Das finde ich irgendwie cooler. Er hat meine Uhr. Das ist natürlich nicht sehr schön. Gut. Oder schlecht. Du. Wo ist dein Meister? Ach, scheiße. Nein, komm zurück. Haut einfach durchs Fenster ab, natürlich. Ja, dann hinterher. Wieso nicht? Wir wollen unsere Uhr wieder haben, ja? Ach, Arno, friss doch nicht den Staub. Friss, wenn dann den Typen da... Boah, es sieht ganz schön heruntergekommen hier aus, dafür, dass es Versailles ist. Also... hat eindeutig schon bessere Zeiten erlebt. So, jetzt kriegen wir dich. Perfekt. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Gut. Dann werden wir uns in der nächsten Folge unsere Uhr zurückholen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, haut rein.